Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia. Heute möchte ich Ihnen etwas aus dem Buch Christus Vincit vorstellen, und zwar die Überlegungen wegen der christlichen Zivilisation oder über die Zivilisation, die der Weihbischof anstellt. Das ist für uns auch hochinteressant, damit wir klar einmal anschauen die Tatsache, dass unsere christliche Zivilisation zusammengebrochen ist. Es ist, man kann nicht mehr von einer christlichen Zivilisation heute sprechen. Ausgehend von der Frage, die ihm gestellt wird, was ist die Quintessenz der Freimaurerei? Was streben die Freimaurer im Grunde genommen an? Und er sagt hier, das Wesen der Religion der Freimaurer ist die Perversion, das heißt die Umkehrung der von Gott gestifteten Ordnung, also in konkret die Zerstörung der christlichen Zivilisation. Und das haben sie schon vollbracht. Der Weihbischof erklärt hier weiter, in der Überschreitung der Gesetze Gottes sehen die Hochgrad-Freimaurer den wahren Fortschritt der Menschheit. Also die Übertretung der Gesetze Gottes, darin sehen sie den Fortschritt, den geistigen Aufbau des Tempels der Menschheit. Göttliche Offenbarung wird durch freimaurerische Geheimhaltung ersetzt. Also anstelle der Offenbarung, die sich an alle richtet, tritt die Geheimhaltung, die Geheimniskrämerei. Und letztlich macht sich der Mensch zu Gott. Das haben wir schon betrachtet. Die letzten Stufen zur kommunistischen Diktatur nach freimaurerischen Vorstellungen sind der Kommunismus, das heißt der atheistische Kommunismus, wie wir ihn im Ostblock gesehen haben, der Atheismus. Dann die vorletzte Stufe ist, dass sich der Mensch, der atheistisch geworden ist, selber zu Gott macht. Und die letzte Stufe wird sein, die Anbetung Satans. Und das ist das Ziel. Und dazu muss man die Gesellschaft umstrukturieren. Also sie muss alle Kennzeichen, alle Merkmale, alle Zeichen des Christlichen verlieren. Der Mensch macht sich letztlich selber zu Gott. Historiker haben in der Freimaurerei den Keim zum politischen Totalitarismus erkannt. Also es liegt diesen Geheimbünden zugrunde. Es ist in ihrem Wesen, dass sie eine totalitäre politische Ordnung errichten wollen. Bereits Jean-Jacques Rousseau, er war Philosoph, aber er war auch Freimaurer. Er hat schon gesagt, das Leben des Menschen ist nicht nur ein Geschenk der Natur, sondern auch eine mit Bedingungen verbundene Gabe des Staates. Also da geht es um den Staat ohne Gott, die Gesellschaft ohne Gott. Wenn ein Kandidat der Freimaurerei zum 33. Grad sich vorbereitet, dann bekommt er die Anweisung im alten und anerkannten schottischen Ritus, weder das Gesetz noch Eigentum noch Religion dürfen den Menschen beherrschen. So wird das hier ausgedrückt. Also das Gute, das von Gott kommt, wird ins Negative verkehrt. Das Gesetz, das Eigentum und die Religion, nichts davon darf den Menschen beherrschen, sagen sie. Und da sie den Menschen zerstören, indem sie ihn seiner kostbarsten Rechte berauben, also alles verkehrt, sind das Gesetz, Eigentum und die Religion Mörder, und wir haben geschworen, an ihnen die schrecklichste Rache zu nehmen. Sie sind Feinde, gegen die wir einen unerbittlichen Krieg um jeden Preis geschworen haben. Das Gesetz, das Eigentum und die Religion wollen sie umstoßen. Das bedeutet in der Praxis die schlimmste Anarchie, das schlimmste, das totale Chaos. Wenn es kein Eigentum gibt, kein Gesetz, keine Ordnung, keinen Glauben, dann ist das der totale Niedergang. Von diesen drei verruchten Feinden muss die Religion das ständige Ziel unserer tödlichen Angriffe sein. Wenn wir die Religion zerstört haben, stehen uns Gesetz und Eigentum zur Verfügung. Also wenn der Glaube weg ist, dann haben die Menschen auch kein Gesetz mehr und keine Rücksicht auf das Eigentum des Nächsten. Sie stehen uns zur Verfügung und wir können die Gesellschaft neu bilden, indem wir Religion, Gesetz und Eigentum des Freimaurertums aufbauen.
So ist ihr Ziel. Das ist ihr letztes Ziel. Ich möchte nie erfahren, was das für eine Gesellschaft dann sein soll. Wir stehen ja eh schon sehr vorangeschritten in dieser Entwicklung. Aber Gott gibt's, dass wir das nie erfahren müssen, was das im Letzten, in der vollen Auswirkung sein soll, nach deren Vorstellung. Die Freimaurerei ist die Antikirche. Es ist eine gezielt, dass der Plan oder die Absicht, eine Antikirche zu bilden. Es gibt da eine Aussage eines Freimaurers im italienischen Fernsehen, die ganz klar uns sagt, was hier gemeint ist. Es ist die Antikirche, also eine Nachäffung der Kirche, eine Nachäffung der Sakramente, vor allem auch der Taufe. Ein Herr Giuliano di Bernardo, Großmeister der Freimaurerloge Gran Loggia Regolare d'Italia, hat das offiziell im Fernsehen gesagt, Rai 2 im April 2001. Man wird Freimaurer durch eine Initiation. Initiation ist ein grundlegender Akt, der dem Menschen eine Dimension gibt, die er zuvor nicht hatte. Also ganz in der Nachäffung zur Taufe, der Taufe der Christlichen. Eine Analogie finden wir in der Taufe, so spricht er es hier auch aus. Man wird nicht als Christ geboren, man wird durch die Taufe zum Christen. Und genauso wird man durch die Initiation zum Freimaurer. Das heißt, man bleibt sein Leben lang Freimaurer. Selbst wenn man sich von der Freimaurerei abwendet, bleibt man Freimaurer. Selbst wenn man schläft und selbst wenn man zum Feind der Freimaurerei wird, bleibt man immer ein Freimaurer, weil man die Initiation empfangen hat. Und Initiation ist ein heiliger Akt, also die totale Nachäffung. Von dem italienischen Schriftsteller Antonio Fogazzaro, der gibt es auch schockierende Aussagen. Fogazzaro hat im Jahre 1905 ein Buch veröffentlicht. Er war ein führender italienischer Modernist und wegen dieses Buch wurde von der Kirche offiziell verurteilt. Und in diesem Buch sagt er, wir wollen unsere ganze Aktion zielstrebig organisieren, eine katholische Freimaurerei. Ja, eine Freimaurerei der Katakomben. Damals war ja die Zielsetzung der Freimaurer noch nicht nach außen hin zu sehen. Sie konnten das noch nicht öffentlich umsetzen. Es war noch in den, so im Planungsstadium sozusagen. Man muss auf eine Reform des römischen Katholizismus hinarbeiten, in einem progressiven theosophischen Sinn. Also sie haben damals noch hingearbeitet auf eine sogenannte Reform durch einen Papst, der von diesen Ideen überzeugt ist. Diese Gedanken findet man vielfach ja, in dem Bereich der Freimaurer, auf dieser Seite der modernistischen Theologen. Denken wir nur an den Ex-Kanonikus Roca, der auch gesagt hat, geträumt hat von einem Konzil. Durch dieses Konzil wird dann eine Revolution in Tiara, also in der Papstkrone und im Chorrock, also im Priestertum stattfinden. Oder die ständige Anweisung der Alta Vendita, dort hat man auch davon gesprochen. Unser Klerus wird eine Revolution in der Kirche durchführen, sodass die Kirche gar nicht mehr wiederzuerkennen ist. Also da gibt es viele verschiedene Belege, die das eindeutig beweisen, dass man auf diese Revolution durch einen Papst hinarbeitet, der ein Konzil einberuft. Und wenn wir das jetzt in der Geschichte betrachten, diese Pläne, wie sieht es heute aus? Christus ist in die Welt gekommen und hat das Evangelium mit seinen Aposteln verkündet zu einer Zeit, als das Heidentum vorherrschte. Das war eine böse Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die Sünde praktiziert hat, wo die Sünde legal war und wo die Würde des Nächsten missachtet wurde, die Würde des Menschen. Und so ist es heute wieder.
Nach ungefähr 1700 Jahren ist die christliche Gesellschaft in Europa zusammengebrochen, sagt der Weihbischof. Und er führt es dann auch näher aus und wir werden sehen, dass es tatsächlich so ist. Die christliche Gesellschaft wurde begonnen mit Kaiser Konstantin. Er hat ja im Römischen Reich im 4. Jahrhundert die christliche Religion anerkannt, nachdem sie die ersten 3 Jahrhunderte furchtbar verfolgt worden ist. Heute sind wir wieder ins Heidentum zurückgekehrt, aber heute ist es noch schlimmer, weil die gnostische und satanische Erfindung der Gender-Ideologie jetzt das Menschenwesen in seiner geschlechtlichen Verfassung zerstört. Das hat es noch nie gegeben. Und auch die Familie zerstört. Das ist diese gnostische Ideologie des Gendering, wo ja die Geschlechter aufgelöst werden sollen und die Familie, diese Einheit, diese Zelle auch zerstört werden soll. Das hat es damals nicht gegeben. Und deshalb ist es heute wirklich schlimmer. Die vom Christentum erbaute Zivilisation ist schon zusammengebrochen. Davor stehen wir. Wenn die EU von europäischen Werten redet, dann sprechen sie über freimaurerische Moral und freimaurerische politische Prinzipien, aber keinesfalls von christlichen. Und dann geht es um die Frage, was ist eigentlich Zivilisation? Das kommt vom lateinischen Wort civis, Bürger. Und die Bürger erbauen eine Stadt, also einen Ort, wo sie gemeinsam in einer Ordnung, mit Gesetz, in einer Hierarchie wohnen und leben. Civitas bedeutet auf Lateinisch eine Stadt. Also civis, der Bürger, tut sich mit anderen zusammen, um eine Civitas, eine Stadt zu erbauen. Und das ist ja natürlich nur möglich in einer Ordnung, unter einem Gesetz, in einer Hierarchie. Also da braucht es entweder das Naturgesetz, das von Gott in die Herzen, in die Gewissen der Menschen geschrieben ist, gleich welcher Rasse, gleich welcher Religion, oder das übernatürliche Gesetz, das ist die göttliche Offenbarung der Heiligen Schrift. Wenn das nicht vorhanden ist, wenn weder die göttliche Offenbarung vorhanden, noch das Naturgesetz, das das Minimum darstellt, wenn das auch nicht da ist, dann folgt das Chaos in allen Bereichen unseres Lebens. Und das ist ein Prinzip der Freimaurer. Sie agieren immer aus dem Chaos heraus. Sie sagen, wir müssen gelegentlich Chaos stiften und dann vom Chaos heraus werden wir unsere Ordnung schaffen. Das ist das Prinzip Ordo ab Chao, also Ordnung aus dem Chaos heraus. Das ist total pervers, aber so denken sie. Zivilisation ist nur in der Entsprechung zu Gottes Gesetz möglich. Das ist entweder Naturgesetz oder diese göttliche Offenbarung, die uns im Evangelium geschenkt worden ist. Nur dann ist eine Zivilisation überhaupt möglich. Also Gott ist der eigentliche Gesetzgeber und nicht der Mensch. Es hat auch schon früher Zivilisationen gegeben, die sehr hochgestanden sind, bevor Christus in die Welt kam. Das war zum Beispiel in China unter Konfuzius. Da hat man eine hervorragende Zivilisation schon entwickelt, in gegenseitigem Respekt und in Harmonie. Das hat es auch schon vor Jesus Christus gegeben. Und das war immer in Übereinstimmung mit dem Naturgesetz, sonst ist so etwas nicht möglich. Deshalb verlangt und fordert Weihbischof Schneider, wir müssen zur Wertschätzung und Beachtung des Naturgesetzes zurückkehren. Also zuerst einmal zurückkehren zum Naturgesetz und hier anfangen und dann erst von der göttlichen auf die göttliche Offenbarung zurückgreifen. Also man muss ganz mit der Basis anfangen. Es ist heute alles zerstört. Es ist nicht nur die göttliche Ordnung zerstört, es ist auch das Naturgesetz zerstört. Jetzt muss man beim Naturgesetz einmal anfangen, um die Gesellschaft wieder neu aufzubauen. Die europäische Gesellschaft ist keine Zivilisation mehr. Sie ist hässlich, chaotisch und grausam. Und ein ganz klares Merkmal dafür ist die Abtreibung, die heute so vielfach praktiziert wird. So, das ist ein Verbrechen, einen unschuldigen Menschen
im Mutterschoß umzubringen, das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich nicht um eine wirkliche Zivilisation handelt. Also müssen wir anfangen, die Zivilisation wiederherzustellen. Ich mache dieses Video, damit es uns bewusst wird, wo wir heute stehen, dass es keine christliche Zivilisation mehr gibt und dass wir praktisch beim Naturgesetz überhaupt erst wieder anfangen müssen, dass einmal die Familie, die zwei Geschlechter, die Ordnung, die Gott eingesetzt hat, die natürliche Ordnung wieder zu respektieren. Also müssen wir anfangen, das Naturgesetz und die natürliche Familie wiederherzustellen und dann erst Christus, den König, wieder in die Gesellschaft einführen. Und das ist die schönste Zivilisation, die es geben kann, wenn Christus als König in der Gesellschaft auch herrscht, also in der Öffentlichkeit, im politischen Leben, in der Schule, im Parlament, in der Universität, in der Kunst, im Theater, in der Wissenschaft, überall. Das war so. Im christlichen Europa, im christlichen Mittelalter hatte Europa eine wunderbare Zivilisation, die eben christlich geprägt war. Da war alles christlich. Die Schulen, die Universitäten, die Kunst, alle Lebensbereiche. Das heißt nicht, dass es damals keine Sünde gab, dass dann nicht auch Übel existierten. Aber das öffentliche Leben war geprägt von Christus. Christus war wirklich der König der Gesellschaft, des öffentlichen Lebens. Und dann gibt es einen kurzen Blick zurück durch die Geschichte, dass wir das auch ein bisschen verstehen und einmal hören. Wir meinen heute sind wir fortgeschrittener als vor etlichen Jahrhunderten und früher die Menschen, was wussten die schon, wie arm waren die, wie unterentwickelt, aber heute sind wir so fortgeschritten. Das steckt noch in den Köpfen vieler Menschen. Deshalb möchte ich das auch einmal wirklich aussprechen und bewusst machen. Der Höhepunkt der christlichen Zivilisation liegt schon weit zurück. Zuerst gab es die heidnische Gesellschaft, ähnlich wie heute, aber heute ist es noch schlimmer, bevor Christus gekommen ist. Und mit Konstantin hat dann der Aufbau der christlichen Zivilisation im eigentlichen Sinn begonnen. Also vom 4. Jahrhundert an. Um 333 hat er ja die christliche Religion zur Staatsreligion erklärt für das Römische Reich. Und da begann allmählich, langsam Christus in der Gesellschaft zu herrschen. Es wuchs über Jahrhunderte eine echte Zivilisation heran, die ihren Gipfel erreichte, man höre und staune, im 13. oder 14. Jahrhundert. Also damals war es eigentlich gesellschaftlich die beste Zeit, unter Anführungszeichen. Es ist keineswegs heute, sondern so weit liegt das zurück. Und dann ging es schon wieder bergab durch den Einfluss des Humanismus und dann des Protestantismus. 13. bis 14. Jahrhundert war ein Höhepunkt, also über fast 1000 Jahre eine christliche Gesellschaft. So lange herrschte Christus wahrhaftig im gesamten öffentlichen und sozialen Leben. Deshalb war es eine echte Zivilisation. Damals hat es aber natürlich auch viele Sünden gegeben, weil der Mensch eben mit der Erbsünde behaftet ist und dann noch dazu den persönlichen Sünden. Es gab schlechte Beispiele von Kaisern und Päpsten und Bischöfen. Und auch die einzelnen Christen, da gab es ja durchaus auch Verbrechen und diese Übel. Aber im Allgemeinen, man hat gewusst, was die Sünde ist und man hat gewusst, was Tugend ist. Und was Gott gefällt. Und man hat das auch öffentlich betont und man hat Christus als den Herrn bekannt, öffentlich. Und durch Kaiser Konstantin begann man die Umformung der Gesellschaft. Also es sind nach und nach langsam die heidnischen Elemente verschwunden. Beispielsweise die Brandmarkung von Sklaven auf der Stirn. Das war unter den Heiden üblich, überhaupt die Sklaverei und die Brandmarkung auf der Stirn, wie bei den Tieren. Das widerspricht der Würde des Menschen eklatant. Konstantin hat auch verfügt, dass der Sonntag ein Ruhetag ist, zu Ehren der Auferstehung Jesu. Später dann wurden die Gladiatorenkämpfe abgeschafft und so ging es Schritt für Schritt.
die Gesellschaft wurde menschlicher, weil sie christlicher wurde. Das ist ganz klar, dieser Zusammenhang. Weil sie den göttlichen Lehren Christi auch im öffentlichen Bereich gehorchte. Und das hat sich ebenso ausgewirkt. Abschaffung der Sklaverei, der Brandmarkung, der Gladiatorenkämpfe und diese Dinge. Also es ist eine Illusion, wenn man meint, die Religion hätte keinen Platz in der Politik, weil dann der Politik der Maßstab und die Orientierung fehlen. Heute haben wir wieder eine atheistische Gesellschaft. Und doch sind alle Dinge auf Christus hin erschaffen, auch die Politik und die Gesellschaft. Das geht auch aus der Heiligen Schrift hervor. Alles ist auf Christus hin geschaffen. Kolosserbrief 1, 16 bis 17. Also alle Dinge, die ganze Schöpfung, auch die Gesellschaft, alles ist auf Christus hin ausgerichtet. Und wenn man diese Wahrheit missachtet, dann verfällt die Gesellschaft ins Heidentum und in das Chaos und sie wird unmenschlich. Man kann die Beziehung zwischen Kirche und Politik, also der menschlichen Gesellschaft, vergleichen mit der Beziehung, die zwischen Seele und Leib besteht. Die Kirche bezieht sich hier auf das Übernatürliche, das Ewige, also auf die Seele. Und sie hat auch entsprechende Aufgaben. Die Kirche hat nicht dieselben Aufgaben wie die Politik, das ist klar, aber sie ergänzen sich beide. Die Kirche ist für das Ewige zuständig und der Staat für das Zeitliche. Und beide sollten sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Das wäre die Ordnung, die Gott will. Das ist von Gott so gedacht. Die politischen Autoritäten und Einrichtungen kümmern sich dann um das Zeitliche und um das Natürliche, also auch um den Wohlstand, die Wohlfahrt, die soziale Wohlfahrt der Menschen. Und wenn das durchtrennt wird, wie es ja die Freimaurer fordern, die Trennung von Kirche und Staat, dann kommt es zu Konflikten und es fällt die ganze gesellschaftliche Ordnung auseinander und wir kehren zurück in das Heidentum, in die rücksichtslose, barbarische, grausame, in den Kampf, in diesen Zwist, wo einer gegen den anderen dann steht, einfach in dieses Chaos, in diesen höllenartigen Zustand. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, nach dem Wort des heiligen Paulus, instaurare omnia in Christo. Und das ist ja auch dieses Wort, das Programm des heiligen Papstes Pius X. Dieses Programm nennt hier auch Weihbischof Schneider. Instaurare omnia in Christus, alles in Christus wiederherstellen. Das geht zurück auf ein Wort des heiligen Apostels Paulus im Epheserbrief 1, Vers 10. Und davon hat man sich abgewandt, also nicht alles in Christus wiederherstellen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn man sich abwendet, wie man es getan hat, dann ist es ein einziger Niedergang, eine einzige Katastrophe. Das war der Fall. Nach dem Höhepunkt im 13. und 14. Jahrhundert kam der Humanismus in der Renaissance. Da begann der Mensch, sich wieder dem Neuheidentum zuzuwenden, die christliche Gesellschaft wieder in die heidnische umzuformen. Er machte sich zum Maß aller Dinge, also nicht mehr Gott, sondern der Mensch. Dann kam Luther, das war eine Revolution und nichts anderes. Und dann kam die Freimaurerische Revolution 1789. Und heute haben wir die Folgen dieser Revolution. Die Gesellschaft, vor allem in Europa, hat Christus zurückgewiesen. Und jetzt eben gilt es, das Naturgesetz wiederherzustellen und dann erst die Herrschaft Christi wieder aufzubauen. Wir müssen anfangen fast bei Null, bei der Basis, sodass Christus in den Schulen, Universitäten und Parlamenten wieder herrschen kann. Und Weihbischof Schneider sagt, also aus menschlicher Sicht errechnet, dass es Generationen brauchen wird oder sogar Jahrhunderte, bis Christus wieder als der König in der Gesellschaft auf den Thron erhoben werden kann. Papst Pius XI. Hat das schon im Jahr 1925 so eindringlich verlangt in seiner Enzyklika Quas Primas. Christkönig, das soziale Christkönigtum, das bedeutet eben, dass die
die ganze Gesellschaft wieder durchdrungen ist mit dem christlichen Geist, ausgehend von katholischen und christlichen Familien. Das muss, der Anfang ist hier bei den Familien. Sie müssen wieder katholisch und christlich werden. Und dann müssen diese Familien langsam wieder das politische, soziale und kulturelle Leben durchdringen. Also wir müssen unsere christliche Kultur wieder aufbauen. Weihbischof Schneider sagt, es gibt in Europa überhaupt keine authentische Kultur mehr. Das ist ja heute wirklich so. Und deshalb ist es gut, wenn wir das einmal so richtig uns vor Augen führen und vor Augen halten und realisieren, wo wir heute stehen. Der Höhepunkt ist längst überschritten. Die christliche Kultur ist, die liegt schon 600 Jahre zurück, der Höhepunkt. Und heute stehen wir vor einem Trümmerhaufen. Es geht darum, dass wir wieder eine christliche Kultur schaffen, ein christliches Theater, Film, Malerei, Musik. Ja, wo stehen wir heute? Wenn wir die Musik heute anschauen, die Malerei, das Theater, das Kino, es ist ja erschreckend. Und eben, es wird lange dauern, menschlich gesehen, einige Generationen oder sogar auch Jahrhunderte. Ich möchte aber doch hinzufügen, vielleicht dauert es auch nicht so lange, das weiß jetzt der Mensch nicht. Aber wenn wir jetzt an die Offenbarungen denken, der Mutter Gottes in Fatima, wo sie sagt, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Sie spricht ja auch schon, Russland wird die Irrlehren verbreiten und viel Unheil anrichten. Der Papst wird viel zu leiden haben, also auch die ganze Heilige Kirche wird vieles zu leiden haben. Aber am Ende wird ihr unbeflecktes Herz triumphieren. Und es gibt andere Erscheinungen der Mutter Gottes, zum Beispiel in La Salette, und auch weitere noch, die kirchlich anerkannt sind, die authentisch sind, wo wir auf ein übernatürliches Eingreifen, ein direktes Eingreifen Gottes hoffen dürfen. Und so hoffe ich auch wirklich, dass es nicht Jahrhunderte dauern muss, sondern dass es auch relativ rasch gehen kann. Es gibt Hinweise in diese Richtung, die eben vom Himmel her, von den anerkannten Erscheinungen der Mutter Gottes, dass es auch relativ schnell gehen kann, wenn der Himmel eingreift. Und heute ist es ja wirklich alarmierend und dringend, dass wir die Hilfe Gottes wirklich brauchen, weil aus menschlicher Sicht gibt es kaum eine Rettung. Die feindlichen Kräfte haben alles in der Hand, die Massenmedien, die Politik, die Wirtschaft, das Gesundheitswesen, mit einem Wort einfach alles. Und wenn es Widerstand gibt, dann wird dieser Widerstand niedergeschlagen und das ohne größere Mühe, weil ja der Widerstand keine Möglichkeit mehr hat, auf breiter Basis an die Öffentlichkeit zu treten. Und so ist menschlich gesehen fast keine Hoffnung oder überhaupt keine Hoffnung mehr, dass diese Pläne der Feinde aufgehalten werden könnten. Wir steuern auf eine Diktatur zu, die es noch nie gegeben hat, so schlimm wie noch nie. Und wir haben menschlich gesehen keine Hoffnung oder keine Mittel, das noch zu verhindern. Und so gibt es eigentlich nur mehr unsere Rettung und unsere Hoffnung richtet sich an Gott. Unsere Hoffnung ist die Immaculata und sie haben ihre Hilfe verheißen. Wir wissen das aus der Geschichte, aus der Heiligen Schrift. Oft kam es schon zu scheinbar aussichtslosen Situationen. Das war schon so im Alten Testament. Erinnern wir uns an die Situation der Juden in Betulien, wo der große Heerführer Holofernes angerückt war mit 120.000 Mann und die Juden hatten überhaupt keine Chance, menschlich gesehen überhaupt keine Chance. Und dann wurde von Gott eine Frau berufen, eine Frau, Judith, in dieses Heerlager zu gehen und diesem Heerführer den Kopf abzuschlagen. Und die Folge war, dass die feindliche Übermacht in sich zusammengebrochen ist. Das ging dann rasant, wie Sie gesehen haben, dass ihr Heerführer tot ist. Da hat einer den anderen verdächtigt.
Es war kein Zusammenhalt mehr, es war nur mehr das Misstrauen des einen gegen den anderen. Und so brach die feindliche Übermacht binnen Minuten zusammen. Und das hat es schon öfter gegeben, eben auch in neuerer Zeit, 1683, als die Türken vor Wien waren, in einer totalen Übermacht und das christliche Abendland, es schien sein Ende besiegelt. Heute sieht es ähnlich aus. Und doch dürfen wir hoffen, und Gott belehrt uns auch durch einen Blick in die Geschichte, dass er immer eingegriffen hat in der höchsten Not. Aber er verlangt unser Vertrauen, unser Gebet, unser Flehen, unser beharrliches Flehen. Nicht nur eine Novene oder ein paar Tage, sondern ein beharrliches, ständiges Flehen, bis er eingreift. Und er wird es tun. Gelobt sei Jesus Christus.